أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister und herzlich willkommen zum Vortrag nach Ramadan. Wir haben noch einen Teil, inshallah ta'ala, mit dem wir abschließen, inshallah, die Geschichte des Gartenbesitzers, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bevor wir damit anfangen, noch einmal zur Wiederholung etwas, was ich in der Khutbah erwähnt habe. Nach Ramadan gilt es nun, etwas zu verändern im Leben. Das heißt, irgendetwas muss sich geändert haben im Leben. Was hat sich geändert? Was habt ihr euch vorgenommen? Ihr wisst ja zum Beispiel, ja, die Menschen, wenn Neujahr ist, ja, dann wünschen die sich irgendetwas oder nehmen sich etwas vor im neuen Jahr. Und wir Muslime sollten nach Ramadan uns vornehmen, uns zu ändern, zu verbessern, zumindest eine Sache. Es wäre natürlich schön, wenn alles sich ändert und wir zu Engel werden. Das wird aber nicht passieren. Aber zumindest eine Sache. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja? 6 Tage von Schawwal fasten. Sehr schön. Was noch? Ja? Mehr freiwillig fasten, okay. Wer hat vor Ramadan nicht so oft freiwillig gefastet von euch? Also nicht regelmäßig, montags, donnerstags zum Beispiel, oder nicht regelmäßig alle 3 Tage, entschuldigt, die 3 Tage im Monat, okay. Hat jemand von euch vor, also wirklich sich vor, nicht, es wäre schön, wenn es so wäre, sondern sich wirklich vorgenommen, ich werde zumindest, sagen wir mal, 3 Tage im Monat fasten oder Montag und Donnerstag. Ja? Du nimmst dir das vor, inshallah. Möge Allah dir das erleichtern. Ja? Sonst noch jemand beim Fasten? Ja? 3 Tage oder Montag, Donnerstag? Beides? Inshallah, ja Rabbi. Wichtig ist immer, nicht zu viel vornehmen. Ja? Warum? Nicht, weil es schlecht ist, sondern damit die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn es nicht klappt. Denn man braucht Anlauf. Ja, man braucht Zeit. So, wie sieht es aus mit anderen Sachen? Ja? Mehr Koran auswendig lernen. Hast du schon ein Programm, einen Plan, wie du das machst? Wie viel am Tag, wie viel in der Woche zum Beispiel oder so? Ja, aber so, man merkt, man macht mehr als davor. Okay, Alhamdulillah. Okay, ja, bitte? Auch mehr auswendig lernen. Ja, mehr lesen, okay. Ja? In der Woche 2-mal Qiyamul Layl, Rabbi Yassir, ja? Einen edleren Charakter. Und was genau am Charakter? Weil Charakter ist ja ein Riesenthema. Welcher Charakterzug würdest du gerne beginnen, dich zu ändern? Weil wir können ja nicht alles auf einmal auf Knopfdruck ändern. Du musst ja mit irgendetwas anfangen. Zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte großzügiger sein, ja? Oder ich möchte pünktlicher sein. Oder ich möchte ordentlicher sein. Du kannst nicht pünktlich und ordentlich und großzügig und Allahu A'lam alles auf einmal gleichzeitig ändern. Ja? Hast du da schon eine Idee oder bist du noch am Suchen? Noch am Suchen? Genau. Dann such dir irgendetwas, aber das ist auch ein wichtiger Aspekt. Hast du schon etwas? Was? Es zu unterlassen, zu viel zu reden. Okay, barakallahu fik. Und auch die Flaschen zu drücken, zu unterlassen, ist auch nicht schlecht. Ne? So, wichtig bei dem Aspekt ist, verbringe nicht so viel Zeit beim Wählen des Charakterzuges, das du ändern möchtest. Ist egal welcher. Fang einfach an, weil einige haben immer das Problem, auch zum Beispiel, welches Buch soll ich lernen, mit welcher Sura soll ich anfangen, auswendig zu lernen. Und dann verbringen die Wochen, ist es Baqarah? Nee, doch lieber al-Kahf. Nee, vielleicht doch von Surat al-Nas. Egal, fang an. Fang an mit irgendetwas. Welcher Dhikr? Ist es der? Fang mit einem an. Ja, damit du eben nicht Zeit vergeudest in der Wahl der Sache. Genauso im Charakterzug. Fang mit irgendetwas an. Pünktlichkeit. So, bitteschön, fang mit Pünktlichkeit an. Oder egal was. Aber wenn du länger als eine Woche überlegst, das ist zu lang. Eine Woche überlegen, mit was ich anfange, das reicht. Das ist schon viel zu viel. Sonst noch Ideen, mit was ihr anfangt? Ja? In was vorsichtiger? Also vor Sünden. Vor Sünden, okay. Dass du mehr achtest, ja, bitte? 2 bis 3 Seiten vor dem Schlafen gehen, mashallah, sehr schön. Mashallah, so viel hast du vor? Ja? Da, ihr müsst aufpassen, zu viel sich vornehmen, dann klappt es nicht. Fang mit einer Sache an, ja? Ja. Sehr schön. Okay, super. Also Demut im Gebet mehr, im Sujud und so weiter. Sehr schön. Sehr schön. Das ist auch ein sehr schöner Punkt, dass du sagst, ich beschäftige mich mit dem Gebet und zwar mit der Qualität meines Gebetes. Und auch da nicht einfach allgemein bleiben, sondern konkret. Wie der Bruder sagte, ich kümmere mich um den Sujud. Da fängst du an, da hörst du ja nicht auf. Ist ja nicht so, dass du nur Sujud machen wirst. Aber irgendwo sollst du ja anfangen. Ja? Nimm dir eine Sache und du kannst dir sagen, ein Monat, dieser Monat ist der Monat des Demuts oder der Demut im Sujud. Nächster Monat im Rukur. Nächster Monat während dem Fatiha lesen. Ja? Das wird man ja nicht. Auf Knopfdruck wird es nicht. Und deswegen sage ich ja, du nimmst dir nur einen Monat vor, dass du so langsam aber sicher innerhalb eines Monats, was heißt Demut im Sujud oder im Rukur, dass du mehr über die Niederwerfung denkst, während du dich niederwirfst. Das ist ja, Khushu ist ja nichts anderes wie Konzentration während dieser Sache. Ja, das ist dieser Khushu. Sehr schön. Also jeder soll sich eine Sache vornehmen. Und wenn es nur eine Sache ist, dass du sagst, der Bruder sagt, ich will Koran auswendig lernen, anfangen, super. Vor Ramadan habe ich nicht so viel auswendig gelernt oder gar nicht mich damit befasst. Jetzt befasse ich mich damit. Alhamdulillah. Darum geht es, dass du nach Ramadan einen Schritt weiter kommst zu Allah. Du musst nicht ein Lichtjahr weiterkommen zu Allah, sondern wenn es auch nur ein Schritt ist. Hauptsache, du bleibst nicht stehen auf dem Weg zu Allah und erst recht nicht falsche Richtung, rückwärts. Ja? Langsame Schritte, kleine Schritte, aber stetig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei helfen. Kommen wir nun wieder zur Geschichte des Gartenbesitzers. Wir haben noch, ich glaube, 2 oder 3 Ayat, die uns fehlen. Ja, ich glaube 2 Ayat, die uns fehlen. Und dann wären wir ja schon, inshallah ta'ala, fertig mit dieser Geschichte bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Die nächste Ayah ist die Ayah 58. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. Wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Das heißt, zum Abschluss dieser Geschichte erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah der Allvergebende ist, aber er ist auch derjenige, der hart im Strafen ist. Möge Allah uns vor der Strafe bewahren. Und das ist natürlich immer wieder im Koran zu finden, diese 2 Aspekte, Vergebung und Strafe. Sehr oft erwähnt Allah Azza wa Jal die Vergebung zuerst. Und auch in Surat al-Fatiha sehen wir, Allah sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und was kommt dann zuerst? Malik Yawmiddin oder Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim. Zuerst Ar-Rahma, zuerst die Gnade Allahs. Und dann Malik Yawmiddin. Und dies führt dazu, dass du natürlich Respekt und Ehrfurcht hast vor Allah, denn der Herrscher am Tag der Auferstehung bedeutet also derjenige, der abrechnet, der zur Rechenschaft zieht. Und das führt zur Furcht. Aber er erwähnte erst einmal seine Eigenschaften der Gnade, sodass wir Hoffnung entwickeln können im Herzen. Und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Also hier werden zwei Eigenschaften Allahs erwähnt. Allah ist Al-Ghafur, der Allvergebende, und Dhur-Rahmah, Besitzer der Barmherzigkeit oder Gnade. Und wir haben ja bei der Erläuterung der Namen Allahs diesen Namen Al-Ghafur bereits behandelt. Und wir hatten gesagt, Allah nennt sich mit mehreren Namen, die auf die Vergebung hinweisen. Welche waren das? Ja? Ar-Rahman ist Gnade und Barmherzigkeit. Al-Ghafur, Al-Ghaffar und Al-Ghafir. Wobei Al-Ghafir, Ghafiru Dhanb, Vergeber der Sünde. Warum nennt sich Allah subhanahu wa ta'ala mit mehreren Namen, wobei diese Namen allesamt ein und dieselbe Eigenschaft bezeichnen? Ja? Damit man Hoffnung hat. Aber die hätte ich doch auch bei einem Namen. Wenn du hörst, Allah ist Al-Ghafur. Ja? Um nochmal zu untermauern. Ja, sicher. Hier bitte. Genau, sehr schön. Diese Namen sind keine Wiederholungen. Allah wiederholt sich nicht. Im Sinne von, dass er das Gleiche nochmal sagt, ohne einen Mehrwert. Natürlich wiederholt Allah, und ermahne, wiederhole die Ermahnung, erinnere, das heißt Allah wiederholt, aber nicht im Sinne von er wiederholt sich, also er sagt das Gleiche nochmal ohne Sinn, sondern bei jeder Wiederholung gibt es einen Mehrwert, eine Hinzufügung. Wenn also Allah heißt Al-Ghafur, dann bedeutet das, er deutet auf die Eigenschaft hin, aber von einem bestimmten Blickwinkel aus. Und Al-Ghaffar auch auf die Eigenschaft des Vergebens, aber aus einem anderen Blickwinkel. Und Ghafir wiederum von einem anderen Blickwinkel. So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Ghafur, Ghafir und Ghaffar? Hat alles mit dem Allvergebenden zu tun. Ja? Nein. Mhm. Sehr schön. Fangen wir mit Ghafir an. Ghafir bedeutet der Vergebende. Er vergibt. So, das heißt, wenn du dir jetzt dein Leben anschaust und hörst, Allah ist Al-Ghafir, dann sagst du Alhamdulillah. Allah vergibt meine Sünde. Aber Sekunde mal, wer von uns sündigt nur eine Sünde? Möge Allah all unsere Sünden vergeben. Wir sündigen ja mehrere Sünden. Also kommt die Frage, ja Rabbi, du vergibst eine Sünde, du bist Ghafir. Vergibst du aber auch 2 und 3 und 10 und 100 Sünden? Dann kommt die Antwort, ja, weil Allah Al-Ghafur ist. Al-Ghafur ist oder bedeutet der Allvergebende, also der Allesvergebende. Er vergibt also die unterschiedlichen Sünden. Die unterschiedlichen Sünden. Jetzt kommt aber nochmal eine Frage auf und die lautet, ja Rabbi, aber ich habe da eine Sünde, die wiederhole ich und wiederhole ich und wiederhole ich, ein und dieselbe, nicht unterschiedliche. Gut, ich habe auch unterschiedliche, möge Allah uns vergeben, unterschiedliche Sünden. Aber da gibt es so eine Sünde, die mache ich nicht nur einmal, die habe ich 100-mal gemacht. Ja Rabbi, vergibst du sie mir auch? Und dann kommt die Antwort, ja, welcher Name? Ghaffar. Ghaffar bedeutet der stets Vergebende, der immer Vergebende. Und so haben alle drei Namen unterschiedliche Blickwinkel. Allah vergibt die Sünde, er vergibt unterschiedliche Sünden, er vergibt die Sünde, wenn man sie wiederholt. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ Und dann geht es weiter, ذُرْرَحْمَةُ Und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. Möge Allah mit uns gnädig umgehen. Voll der Barmherzigkeit. Und das ist noch einmal ein Schuss Hoffnung. Ja, noch einmal eine Dosis Hoffnung. Er ist nicht nur allvergebend, er ist gnädig. Nun, diese Erwähnung zusammen bedeutet was? Er ist allvergebend, weil er gnädig ist. Also Ursache, Wirkung. Er ist allvergebend, weil er allgnädig ist und barmherzig ist. Subhanahu wa ta'ala. Jasin, kannst du mal gucken, ob Sheikh Fathi da ist? Du kannst ruhig rausgehen. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ Dann kommt eine Warnung. Wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Das heißt, wenn Allah wollte, dann hätte jeder von uns, sobald er sündigt, bekommt er die Strafe. Möge Allah uns vor der Strafe bewahren. Wie oft sündigst du? Sagen wir mal mit deinem Auge. Du siehst dir Sachen an, die haram sind. Wie oft sündigst du mit deiner Zunge? Du sagst Sachen, die haram sind. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir dein Sehvermögen nicht weggenommen. Hat dir dein Redevermögen nicht weggenommen. Verdient hätte man es, oder nicht? Allah azza wa jalla hat dir was verboten, du hast es trotzdem getan. Und du weißt, dass es verboten ist. Und dir war es bewusst, gut, du bist schwach geworden, aber trotzdem hättest du die Strafe verdient, oder nicht? Aber Allah gibt dir Aufschub. Was heißt das? Er gibt dir Zeit. Die Strafe wird nicht sofort eingeführt, wie die Bewährung. Ja, das heißt, du bekommst Aufschub, nicht jetzt. So, was ist, wenn du die Strafe wiederholst? Wirst du immer noch nicht bestraft. Einige schon. Es gibt einige, denen Allah azza wa jalla manchmal die Strafe sofort gibt. Aber sehr, sehr oft und meistens eben nicht, sondern die Strafe wird aufgeschoben. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, also gerechterweise, nicht aufgrund von Unrecht, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Das bedeutet, Allah azza wa jall hat ihnen einen Termin gegeben. Welcher Termin ist das? Was ist diese Zeit? Ja? Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns am Tag der Auferstehung weder bestrafen und weder zur Rechenschaft ziehen. Möge Allah uns am Tag der Auferstehung sofort ins Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Die Gelehrten sagen, diese Ayah, Yarhamkumullah, diese Ayah ist ein Trost für den Gesandten Allahs, subhanahu wa ta'ala. Warum? Denn der Prophet hätte sagen können, was er nicht getan hat, aber er hätte sagen können, guck mal, sie leugnen mich, sie spotten, sie beleidigen mich, uns passiert nichts. Die leben immer noch in Saus und Braus. Ein Abu Jahl lebte noch nicht mehr lange, aber er lebte noch. Wir dürfen nicht vergessen, Surat al-Kahf ist eine mekkanische Sure und wie Ibn Mas'ud sagte, sie gehörte zu den Suren, die ganz zu Beginn offenbart wurden. Ja, sie gehörten zu den ersten Suren, die er auswendig gelernt hat. Auf jeden Fall, oder ein Abu Sufyan, der hat ja den Islam dann noch angenommen. Und allgemein zu jeder Zeit gibt es ungerechte Menschen, gibt es schlechte Menschen, die viel Unheil stiften und trotzdem lange leben. Allah sagt über Firaun, الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Diejenigen, die Tyrannei durchgeführt haben oder umgesetzt haben, die waren tyrannisch und sehr viel Unheil stiften, nicht nur wenig, sehr viel Unheil stiften. So lässt Allah subhanahu wa ta'ala manche Ungerechte lang leben. Und da denkt der ein oder andere, ja Rabbi, ein Wort, sei, kun, und diese Ungerechten sind weg. Kann er es oder kann er es nicht? Natürlich kann es Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat es doch sehr oft vorgemacht. Das Volk von Nuh, das Volk von Lot, Namrud, ja, dieser Tyrann zur Zeit von Ibrahim, wassalam, viele wurden ausgelöscht. Aber hier ist nun der Trost, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sagt, Allah hat dich nicht vergessen, sondern Allah hat eine Weisheit dahinter. Allah subhanahu wa ta'ala möchte mit dieser Sache ihnen Aufschub gewähren. Warum? Es gibt zwei Möglichkeiten. Warum gewährt Allah Aufschub? Jemand, der sündigt, wird nicht sofort bestraft, sondern erst später. Warum? Bitte? Weil es sein könnte, dass er bereut. Genau. Die erste Sache wäre, er bereut es. Und das wäre natürlich etwas Schönes, etwas Besonderes. Bitte? Soll man auch sagen, dass die Person Aufschub gewährt bekommt, damit diese Person noch mehr sündigt, noch mehr, keine Ahnung, Drogen nimmt, noch mehr dies und noch mehr das, damit sie noch mehr bestraft wird? Jazakallahu khairan. Die zweite Sache ist, dass eben der Aufschub gewährt wird, damit Allah sie umso mehr bestraft, Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns davon bewahren. Damit sie umso mehr Sünden haben. Damit sie weniger Hoffnung haben. Yawm al-Qiyamah. Und das muss aber auch uns berühren. Dass du sagst, ja Rabbi, wenn du Allah bittest und anflehst. Ja Rabbi, dieser Aufschub, den du mir gewährt hast. Ja Rabbi, ich habe immer noch Augen, mit denen ich sehen kann. Ja Rabbi, ich höre immer noch mit meinen Ohren. Ja Rabbi, ich kann immer noch sprechen. Ja Rabbi, meine Hände kann ich immer noch bewegen. Ja Rabbi, was hast du mit mir vor? Willst du mir vergeben? Oder ist es das andere? Ja Rabbi, vergib mir. Ja Rabbi, segne meinen Körper, segne meine Fähigkeiten. Ja Rabbi, lass mich nicht zu denen gehören, denen du Aufschub gibst, aber sie am Ende vernichtest. Diese Ungewissheit, die wir haben, wir kennen ja nicht die Zukunft, aber wir wissen, wozu Allah fähig ist. Diese Ungewissheit muss dich dazu führen, dass du Allah anflehst. Bitte Allah, dass dieser Aufschub ein gesegneter Aufschub ist. Allah liebt dich und deswegen wartet er, dass du es bestehst. Allah erhaben ist er über jegliche Gleichnisse, nichts ist ihm gleich. Niemand ist wie er, subhanahu wa ta'ala, aber als Beispiel bei den Geschöpfen. Du hast ein paar schlechte Noten, aber der Lehrer gibt dir nochmal die Chance, du kannst nochmal eine Arbeit schreiben, nochmal eine Hausaufgabe machen. Ja, der hat die Noten noch nicht festgelegt. Beim anderen, da weiß, also, und wenn er dem 10 Prüfungen gibt, er wird das nicht mehr packen, da hat alles klar, die Note steht fest. Und deswegen solche Ereignisse müssen einen Menschen, einen Muslim berühren, sodass er Angst hat vor der Strafe. Ja, sollen wir dann immer in Paranoia leben? Nein, sondern das bedeutet, dass du immer bereust. Immer bereust. Sobald du gesündigt hast, Ja Rabbi, astaghfirullah, astaghfirullah. Ja Rabbi, ighfirli, Ya Rabbi. Ja Rabbi, bitte rette mich vor der Sünde. Ja Rabbi, ich bin gefangen in im Gefängnis meiner Begierden. Ja Rabbi, befreie mich daraus. Dass du Allah Azza wa Jal anfließt, dass du ihm sagst, Ja Rabbi, Wallahi, ich will nicht sündigen. Aber ich bin so schwach. So gib mir Aufschub, um zu bereuen, nicht Aufschub, um mehr zu sündigen. Al-Ghafur, liebe Geschwister, bedeutet derjenige, der bedeckt. Und das ist der Unterschied zwischen Al-Ghafur beziehungsweise Ghafir und Ghaffar, dieses Verb Ghafara, bedecken, und Al-Afu, der Verzeihende. Allah Azza wa Jalla ist Al-Ghafur, Al-Ghafir und Ghaffar, aber er ist auch Al-Afu, der Verzeihende. Was ist der Unterschied zwischen Vergeben und Verzeihen? Ja? Beim Vergeben, beim Verzeihen. Jazakallahu khair. Der Vergebende ist derjenige, der die Sünde bedeckt. Was bedeutet es, wenn er die Sünde bedeckt? Das bedeutet, er wird dich nicht bloßstellen. Das bedeutet, er wird dich nicht bloßstellen. Ja, die Kinder bitte im Frauenbereich. Könnt ihr bitte leiser sein, damit die Frauen zuhören können. Jazakumullahu khair. Bitte die Mütter darauf achten, dass die Kinder nicht so laut sind, damit die anderen Schwestern hören können. Also Al-Ghafur ist derjenige, der bedeckt. Was heißt das? Yawm al-Qiyamah. Also du wirst nicht bloßgestellt. Aber die höhere Stufe ist Al-Afu. Die Sünde ist gar nicht da. Sie wird nicht bedeckt, sie ist nicht da. Sie ist verschwunden, als ob du sie gar nicht begangen hast. Und deswegen, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha, radiallahu anha, als sie fragte, was sollen wir denn in Laylatul Qadr sagen, da sagte er, sag, Allahumma innaka afuun, oh Allah, du bist der Verzeihende, liebst es zu verzeihen, so verzeihe uns. Möge Allah unsere Sünden verzeihen. Was heißt das? Also möge Allah unsere Sünden verschwinden lassen. Und wenn du sagst, Astaghfirullah, also verberge unsere Sünden. Beides ist gut. Aber Verzeihen ist noch einmal eine höhere Stufe. Wenn nun gesagt wird, ist denn der Aufschub nun eine Gnade oder nicht? Der Aufschub der Strafe. Dann ist eben die Antwort, je nachdem, was du mit diesem Aufschub machst. Dass du immer noch sehen kannst, ist das jetzt eine Gnade oder nicht? Wenn du zu denjenigen gehörst, die bereuen und zurückkehren, dann ist es eine Gnade. Wenn du aber zu denjenigen gehörst, die diesen Aufschub benutzen, um weiterhin achtlos zu sündigen, dann bist du auf einem gefährlichen Weg. Denn der Gläubige, wie Ibn al-Qayyim sehr oft sagt, selbst wenn er sündigt aber mit Hemmungen. Er sündigt, er will gar nicht. Im Gegensatz zu demjenigen, der sündigt und ihm ist alles sowas von egal. Dem sein Herz ist im Koma. Der sündigt, denkt keine Sekunde an Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dieser Aufschub bekommt, ohne an die Reue zu denken, ist er in Gefahr. Natürlich kann es sein, dass Allah ihm irgendwann mal doch die Reue schenkt, aber dass der aufwacht von seinem Koma, um überhaupt zu erkennen, dass er bereuen soll, Allahu a'lam, ob das überhaupt noch geschehen wird. Zur Aussage Allahs Azza wa Jal, aber sie haben eine Verabredung, da sagte Ibn Kathir rahimahullah und auch Ibn Uthaymin, gemeint ist Yawm al-Qiyamah, wie vorhin gesagt wurde. Eine zweite Deutung, und das ist dieser Deutung folgte der Imam al-Tabari rahimahullah, gemeint ist die Schlacht von Badr. Also es ist eine Drohung, sie haben eine Verabredung, also eine Prophezeiung, den Mekkanern wird es schlecht gehen. Warum? Zur Schlacht von Badr. Was war so dramatisch in der Schlacht von Badr? Ja? Also sie waren zahllos unterlegen, sie waren unterlegen Muslime und die Mekkaner waren überlegen. Ja. Gut, also die Mekkaner haben verloren, obwohl sie überlegen waren in der Anzahl. Was noch? Was war so besonders an Ghazwat Badr für die Mekkaner? Also wegen dieser Sache, also was war so fatal für die Mekkaner in Ghazwat Badr? Fatal für die Mekkaner. Ja? Dass die Engel mitgekämpft haben, okay, deswegen haben sie ja verloren. Aber sie haben ja nicht nur irgendwie verloren, sondern da war ja noch etwas. Ja? Deren Sachen wurden abgenommen, ja, gut. Ja? Das war Uhud. Das war Uhud. Dass die Führer der Mekkaner dort gestorben sind. Abu Jahl, Umayyah, diese großen Führer der Mekkaner, allesamt tot. Das war also nicht irgendwie eine Niederlage, sondern die Generäle sind gestorben, nicht nur die Soldaten. Und deswegen wollten ja die Mekkaner dann Rache, und deswegen kam es ja auch irgendwann mal zu Ghazwat Uhud. Und wo Hind dann, weil das war ja Hind bintu Utbe, ihr Vater Utbe, wurde da ermordet und ihr Onkel, ihr Bruder. Ja, und Hamza radiallahu anh war ja in der Schlacht involviert, und deswegen hat sie ja zu diesem wahshi, barakallahu fik, gesagt, ja, bring bitte Hamza um und nimm seine Leber raus und so weiter und so fort. Ja, das war fatal, also das war nicht nur ein Krieg, die Stammesoberhäupte Mekkas waren tot. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das werden wir inshallah in Sira noch detaillierter uns betrachten, inshallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeite vorher, wo sie sterben werden. Nicht nur, dass sie sterben werden. Der stirbt hier an dieser Stelle. Und der wird hier an dieser Stelle sterben. Und dort wurden sie auch getötet. Und Abu Jahl wurde ja von zwei Kindern getötet. Ja. Die sind unbedingt raus mit ihm, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nein, geht nicht, ihr seid Kinder und so weiter. Aber trotzdem sind sie raus und haben Abu Jahl getötet. Auf jeden Fall. Deswegen heißt es, gemeint ist hier mit der Verabredung, Ballahum maw'idun. Aber wir werden sicher eine Verabredung haben, dann werden sie sich also niemals, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Ja, also sie werden dort sterben, diese Mekkaner, und das ist auch passiert. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Und diese Städte, da vernichteten wir, als sie Unrecht taten. Und wir haben für ihre Vernichtung eine Verabredung festgelegt. Das bedeutet genauso wie die Verabredung zur Schlacht von Badr, in der sie vernichtet wurden, haben wir auch im Jenseits eine Verabredung, sodass sie vernichtet werden und dass sie die Strafe bekommen, weil sie eben sich den Propheten widersetzt haben. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt also in diesen Ayat, die wir heute und das letzte Mal erwähnt haben, als Abschluss die Warnung davor, dass man eben diese Religion verachtet, vernachlässigt, nicht daran glaubt, dass sowohl in der Dunya diese Menschen die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala erfahren werden, aber auch im Jenseits. Und wenn sie doch in der Dunya in Saus und Braus leben werden, dann werden sie sicherlich nicht Yawm al-Qiyamah entkommen. Und daher, also dieser Zusatz nach der Geschichte des Gartenbesitzers sollte eine Warnung sein an die Mekkaner, aber auch ein Trost an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dass er eben nicht trauert, dass diese Mekkaner weiter gelebt haben, obwohl sie ihn so beleidigt haben, obwohl ja der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eher trauerte, nicht, dass sie einfach weitergelebt haben, sondern dass sie nicht den Islam angenommen haben. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla an mehreren Stellen im Koran erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht zugrunde gehen soll, ja, aufgrund seiner Kummer, aufgrund seiner Trauer. Warum diese Trauer? Weil sie eben den Islam nicht angenommen haben. Denn er kann nicht recht leiten, wen er will, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sondern Allah leitet recht, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla erwähnte also in dieser Geschichte mehrere Lehren für uns, die wir daraus ziehen können, aus der Geschichte des Gartenbesitzers. Erstens, das Vermögen, dieser Besitz, die Leute, die er hatte, brachten ihm weder im Diesseits etwas, erst recht nicht im Jenseits. Er prahlte ja damit, dass er so viel Vermögen hat und so viel Leute hat. Und es würde ja ausreichen, wenn man sagt, sie werden dir Yawm al-Qiyamah nichts bringen. Aber nicht nur das, sie haben ihm auch in der Dunya nichts gebracht. Also darfst du nicht mit diesen Sachen prahlen. Und hier müssen wir uns anschauen, wie sind wir? Prahlst du mit irgendetwas? Ob es materielle Sachen sind oder auch immaterielle Sachen. Und das Schlimmste ist, wenn du mit der Religion prahlst. Das ist natürlich, das widerspricht jedem Verstand und jedem Glauben. Dass du mit der Dunya prahlst, kann man nachvollziehen. Es ist falsch, aber man kann es nachvollziehen. Aber mit der Religion zu prahlen. Religion ist da, um nicht zu prahlen. Und das jetzt zu benutzen, um zu prahlen. Und deswegen darfst du nie denken, du wärst etwas Besseres. Egal, ob du reich bist, ob du stark bist, ob du intelligent bist, ob du religiös bist, du darfst nie denken, du wärst etwas Besseres als die anderen. Zweitens, wenn du das nicht hast, du bist nicht reich, du bist nicht stark, du bist nicht so intelligent oder so erfolgreich, dann darfst du nicht denken, Allah verabscheut dich oder Allah will dich nicht, solange du religiös bist. Und das zeigt uns der Begleiter. Das heißt, derjenige, der ihn ermahnt hat, an Allah zu glauben. Er war ja arm und er sagte ihm, ich habe nicht so viel wie du. Aber wer ist der Bessere von beiden? Was hat Allah gesagt? Derjenige, der natürlich an Allah geglaubt hat. Derjenige, der an das Jenseits geglaubt hat. Und wir leben in einer Zeit, in der wir sehr uns blenden lassen vom Leben der anderen. Wir wollen wie die anderen sein. Es geht ja nur um Bilder, oder nicht? Schaut euch mal die sozialen Medien an. Worum geht's? Bilder. Was heißt Bilder? Niemand will seine Schattenseiten zeigen, ja, sondern nur die Zuckerseite. Und das ist eben der Aspekt, dass die Menschen immer wieder versuchen, Jasin, Kannst du mal gucken, ich weiß noch, was hier bin. Dass die Menschen sich blenden lassen von diesen Bildern, das ist nicht erlaubt. Sondern es ist wichtig, dass du weißt, was an Gaben Allah Azza wa Jal dir gegeben hat, sodass du zufrieden bist. Aber wie können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben, obwohl wir nicht so viel haben? Wie konnte dieser Mensch, dieser Begleiter, zufrieden sein? An die Schwestern nochmal, Barakallahu fikum. Es wird um Ruhe gebeten, Barakallahu fikum, und könntet ihr, liebe Geschwister, die Diskussionen unterlassen. Jazakumullahu khairan, Barakallahu fikum. Also, wie können wir genügsam sein? Bitte? Wenn wir immer nach unten gucken, was die haben, die weniger haben, als wir. Sehr schöner Punkt. Jazakallahu khairan. Die Regel lautet, in weltlichen Sachen schau dir an, wer in einer schwierigeren Situation ist als du. Und in religiösen Sachen schau dir an, ja? Es geht jetzt um den Vergleich mit Menschen, ja? Schau dir den an, der Götzen anbietet. Nein, ja? Genau, der besser ist in der Religion. Das heißt, wenn du dich vergleichst, dann schau dir an, in der Religion, wer besser ist. Der betet mehr, der fastet mehr, der liest mehr Koran, damit du dich motivierst. Du sollst nicht dir das anschauen, damit du die Hoffnung verlierst, oh, guck mal, ich bin schlecht. Nein, sondern, dass du dir wünschst, besser zu werden. Aber in der Dunya, in Sachen Dunya, sollst du dir anschauen, wer schlechter gestellt ist. Du verdienst 4.000, schau dir jemand an, der 2.000 verdient. Du verdienst 2.000, schau dir an, der 1.000 verdient. Du verdienst 1.000, schau dir an, der 500 verdient. Und da gab es mal so ein Video, das war jetzt so, also ein gemachtes Video, das war jetzt keine Realität, aber irgendwie jemand hatte ein Auto gesehen und hat gesagt, ich hätte auch so gern ein Auto, und der hatte aber nur ein Mofa oder so, ja, so ein billiges Ding, also jetzt kein Motorrad hier, so, ja. Und dann ist er gegangen und dann hat den anderen gesehen, oh, ich hätte auch gern so ein Mofa, der hatte nur ein Fahrrad. Und der andere, der war im Rollstuhl oder der hat gesagt, ja, ich hätte gern auch so ein, der andere läuft mit den Füßen und der hat den Fahrradfahrer gesehen und hat gesagt, ich hätte auch gern ein Fahrrad. Und dann sieht er diesen Rollstuhlfahrer, der Rollstuhlfahrer sagt, ich hätte auch gerne Füße, damit ich gehen kann. Ja? Und darum geht es. Als ein Mensch krank war und er lag er war gelähmt, und er konnte weder sehen noch hören, ja, und lag da. Und er wurde abgestoßen von den Leuten, weil er auch noch irgendwie so ansteckend war oder so. Und da ging jemand vorbei und hörte, wie er Allah preist und gedenkt. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma lakal hamd. Und da fragte eben der eben da vorbeigekommen ist, warum dankst du denn Allah, wobei dir es überhaupt nicht gut geht? Du kannst nicht sehen, du bist gelähmt, du wurdest abgestoßen von den Menschen. Da sagte er, ich danke Allah, dass er mir eine Zunge gelassen hat, mit der ich Allah gedenken kann. Und das ist eben der Aspekt. Egal, was dir passiert oder egal, was dir fehlt an Dunya, solange du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst, hast du das Wichtigste und Wertvollste überhaupt im Leben. Das sind also abschließend einige Bemerkungen zu dieser Geschichte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Lehren umsetzen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben über den edlen Koran. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, ja.